Matthias und Niki nehmen zwei Luxushybriden unter die Lupe. Wir haben heute zwei absolute Unicorns am Start. Welcher Power-SUV hat die Nase vorne? Oh yes! Der BMW XM oder der Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid? Wenn ihr einmal mit dem Auto gefahren seid, ihr werdet nie wieder was anderes fahren. Boah! Das waren Zentimeter! Halt die Klappe! Alter Schwede, ist das krass! So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, wir haben heute zwei absolute Unicorns am Start. Zwei riesengroße Power-Hybrid-SUVs. Einmal den Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid mit sage und schreibe einer Systemleistung von 739 PS. Technische Wunderwerke, aber unpraktisch und verpönt? Wer braucht monströse Hybrid-SUVs? Wir machen den Test. Mein Fahrzeug für den heutigen Tag ist der BMW XM. 653 PS Systemleistung, das ist so ein richtiger Monster-Hybrid-SUV. Denn wir haben über 5 Meter Länge, wir haben über 2 Meter Breite. Also der verspricht, was wirklich in dieser Liga angesagt ist. Diese Monster-Hybrid-SUVs sollen ja auch Sportlichkeit verkörpern, aber eben natürlich auch Luxus. Aber von vielen Leuten werden sie natürlich etwas schlecht beäugt, denn sie finden es nicht toll. Muss das sein? Braucht man sowas Großes noch? Ist es überhaupt zeitgemäß? Das Ganze finden wir heute raus. In Kombination aus V8-Verbrenner und Elektroantrieb stellt der BMW XM 653 PS bereit. Die müssen aber knapp 2,8 Tonnen bewegen. Praxisferne 1,6 Liter errechnet der Verbrauchszyklus auf 100 Kilometer. Dazu 30,1 Kilowattstunden aus der Batterie. Im Testwagen kostet dieses Paket über 181.000 Euro. Kontrahent ist der brandneue Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. Das Topmodell mit 8-Zylinder-Motor und E-Maschine leistet satte 739 PS, die seine fast 2,7 Tonnen in Schwung bringen. 1,8 Liter auf 100 Kilometer sowie 30,6 Kilowattstunden beträgt der Verbrauch laut Hersteller. Der nahezu voll ausgestattete Testwagen kostet über 218.000 Euro. Diese Autos sind eine fahrende Provokation. Groß, schwer, PS-stark. Und trotzdem? Diese Fahrzeugkategorie ist, glaube ich, eine der beliebtesten Kategorien, die es überhaupt gibt. Große SUVs. Ganz ehrlich, wenn die Autos nicht so teuer wären, würden noch viel mehr Leute mit diesen Autos rumfahren, weil alle diese Autos lieben. Und ich schwöre euch, wenn ihr einmal mit so einem Auto gefahren seid, ihr werdet nie wieder was anderes fahren. Also klar, der Sportwagen viel geiler und so weiter und so fort. Es gibt noch ganz viele andere Fahrzeugklassen, die auch geil sind. Aber so als Daily Driver ist ein solches SUV einfach göttlich zu fahren. Ob das jetzt Sinn macht, ob das cool ist und gut für die Umwelt, alles von dem weg, ne? Aber wenn die Autos wirklich günstig wären, es würde jeder mit so einem SUV rumfahren, weil es einfach nur geil ist. Punkt, aus, Ende, da kann mir keiner was anderes erzählen. Und wir werden diese beiden Monstergeräte heute im Duell gegeneinander antreten lassen. Es wird eine PS-Feier, aber es wird auch eine Verbrauchsfeier, weil diese Autos eben rein elektrisch auch fahren können. Und wir checken heute beides ab. Es wird mega lustig, Leute. Wir haben alles dabei. Spaß, Spiel, Spannung und auch ein bisschen Technik, Verbrauch und Vernunft. Ein Plug-in-Hybrid ist im Prinzip einfach ein Auto, der eine Batterie hat, die man extern mit einem Kabel aufladen kann. Mild-Hybriden haben sowas auch, aber die Batterie ist viel kleiner und den kannst du nicht mit dem Stecker aufladen. Also im Prinzip ein Verbrenner und ein Elektroauto in einem. Wir sind komplett ausgerastet in Oschersleben. Wir gucken jetzt mal ganz kurz auf den Verbrauch. Bei mir stehen 38,1 Liter drauf. Und wir gucken jetzt, was macht die Realität, weil das hier ist nicht die Realität. Wir gucken, wer ist tatsächlich sparsamer. Auf geht's! Matthias, ich würde sagen, wir starten mit einem Alltagstest. Sehr gern. Den teilen wir in zwei Staffelungen auf. Ja. In der ersten schauen wir wegen am Verbrauch. Beide Fahrzeuge starten ja rein elektrisch. Und das ist ja eigentlich das, wo man die Dinge eigentlich wirklich hernimmt. In der Stadt rumcruisen, entweder vielleicht die Kinder zur Kita oder eben zum Bäcker sowas. Genau. Das würde ich sagen, wir holen uns mal was zum Knabbern. Komplett ohne Emissionen, das ist das Coole daran. Ohne Geräusche und ohne Stinky-Stinky hinten raus.
Ne? Genau, so ganz ruhig, ganz schön. Und wir checken jetzt ab, wer ist sparsamer tatsächlich? Das nur im reinen Elektrobetrieb. Okay. Wir wollen jetzt halt hier mal so richtig ganz ruhig umeinander cruisen. Wie ist deine Vorfreude auf einer Skala von 1 bis 10, der kleine Elektro-Niki? Da muss ich ganz ehrlich sagen, sowas gefällt auch mir. Jetzt in der Stadt cruisen. Denn die Hersteller sagen, sie brauchen eigentlich viel so um die 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und ich würde doch sagen, da schauen wir mal, wer von uns der ist, der wo am wenigsten verbraucht. Okay, oder? Also wir fahren hin, holen was zu essen, kommen wieder zurück. Dann stellen wir fest, welches Fahrzeug weniger verbraucht hat. Genau. Zum Thema wenig, 30 Kilowattstunden ist schon relativ, also eher am oberen Ende von einem Elektroauto, was aber logisch ist, weil beide ja einen wunderschönen V8 hier vorne unter der Motorhaube mitzutragen haben. Ne? Deswegen ist der Verbrauch ein bisschen höher. Noch dazu ist heute kalt und es schneit, also wird der Verbrauch noch höher sein. Alles klar. Was glaubst du? Ja, wer ist besser? Ich halt. So, schön hast du mich wieder eingepackt. Das ist ja genau das, wofür diese Autos gebaut worden sind, dass du quasi kürzere Strecken, beziehungsweise so kurz sind sie eigentlich gar nicht, nämlich 70, 80 Kilometer sowas, rein elektrisch fahren kannst, wenn man das Fahrzeug auch auflädt. Weil wenn du es nicht auflädst, dann hast du einfach nur einen reinen Verbrenner, der die ganze Zeit noch eine Batterie mit sich rumschleppt und somit noch mehr verbraucht. Beide Autos starten mit vollen Akkus. Dank 4 Kilowattstunden größerem Batteriepaket schafft der BMW rein elektrisch in der Theorie über 80 Kilometer, der Porsche knapp über 70. Die Fahrt zum Bäcker im nächsten Ort bringt die Plug-in-Hybride also nicht ins Schwitzen. Doch verbrauchen sie im E-Betrieb wirklich so wenig Kilowattstunden, wie die Hersteller behaupten? Sehr, sehr oft werden diese Fahrzeuge dafür benutzt, dass man damit zum Supermarkt mal eben fährt und so weiter und so fort. Und da ist natürlich ein Kaltstart jedes Mal für die 5 Kilometer wirklich was, was dem Motor nicht gut tut. Und alleine deswegen ist ein Hybridauto schon echt cool. Der BMW XM startet der reinen Elektromodus. Es ist nämlich so, wenn du auf der Autobahn ballerst, dann sind die Schleusen offen, dann geht hier einiges weg. Aber man kann die auch sehr zurückhaltend fahren. Gerade jetzt halt hier so die Bäckerdistanz. Angegeben ist der BMW mit ca. 30 Kilowattstunden und ich bin bei 30,1. Der Verbrauch beim Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid soll tatsächlich bei der rein elektrischen Fahrweise 30,6 Kilowattstunden betragen. Und wir liegen jetzt bei 34,4, was angesichts der Außentemperatur von minus 0,5 Grad echt okay ist, finde ich. So, wo ist der Bäcker? Ah, Niki hat schon eingeparkt, sehr schön. Und 29,8. Jawohl, das muss man ja schnell nachmachen. Was haben wir? 34,1 Kilowattstunden. Bäcker erreicht. Halbzeit der E-Verbrauchsfahrt zweier Schwergewichte. Kann Matthias den Verbrauch auf dem Rückweg noch senken? Der Niki zahlt. Danke. Ciao. Bei wem ist der Durchschnittsverbrauch bei Ankunft an der Ladesäule niedriger? Beide Autos liegen mit angegebenen rund 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer fast gleich auf. Mit Blick auf vergleichbare, reine E-Autos sind das ca. 7 Kilowattstunden mehr. So, jetzt sind wir gleich wieder zurück an unserer Ladesäule. Und dann wird Tacheles geredet. Wer jetzt eben halt den niedrigeren Wert hat, der hat das bessere Auto. Einen Punkt gibt's aber erst nach Teil 2 des Alltagsduells. Der absolute Klassiker. Du kommst mit deinem grünen SUV hier angefahren. Ganz genau, so. Und ist was ist los? Die Ladesäule ist zugeparkt, genau. Von reinen Verbrennerfahrzeugen. Ganz genau. Kein Kabel irgendwo oder was. Aber ich bin mir sicher, die sind ja wirklich nur ganz, ganz kurz da. Die sind nur ganz, ganz kurz da. Hier. Kann man es lesen? Ja. Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs steht da oben, Leute. Wenn er jetzt eben hier nicht zugeparkt wäre, dann könnten wir eben auch mit unseren Ladekabel extern laden. Korrekt. Hast du eins dabei? Logisch habe ich eins dabei. Ist es neu?
Es ist neu, aber ich habe es schon benutzt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Hybridfahrern habe ich das schon einmal angesteckt gehabt. Ich kann jetzt keine Prozentzahl sagen, aber die meisten der Hybridfahrer benutzen diese Kabel einfach nicht. Nee. Und teilweise, wenn das Leasingfahrzeuge sind, kommen die original verpackt wieder zurück. Genau. Das sind irgendwelche Vertreterfahrzeuge, die Leute nehmen die nie her. Und dann ist es natürlich komplett kaputt gemacht, dieses Hybrid-Thema, weil der Sinn dahinter ist eben nicht, dass du eine große Batterie rumfährst, damit du eine große Batterie dabei hast, sondern damit du mit dieser großen Batterie dann tatsächlich auch rein elektrisch fahren kannst. Genau, wenn du die nie auflädst, dann fährst du fast nie elektrisch, außer vielleicht mal ganz kurz 5 Meter beim Anfahren. Man muss wie bei jedem Auto darüber nachdenken, wofür ist dieses Auto gemacht? Ist das gut für mich oder brauche ich ganz persönlich für mein Fahrprofil lieber was ganz anderes? Und es gibt halt Leute, die ganz, ganz viel durch die Gegend fahren, durch die Stadt hin und her und dann abends anstecken können oder tagsüber im Büro anstecken können und dann ist das Ding wieder vollgeladen und sie fahren wirklich rein elektrisch durch die Gegend. Wenn Sie nur rein elektrisch fahren, dann sollten Sie lieber direkt ein E-Auto fahren, ja, weil das ist dann noch leichter und hat nicht einen Verbrenner, den es die ganze Zeit mit rumträgt. Aber wenn du halt diese Sachen hast, ne, ich muss dann hin und wieder mal zum Kunden irgendwie Langstrecke fahren, ich muss in Urlaub fahren, dies und das, dann ist so ein Hybrid schon ganz cool. Muss man schon ganz ehrlich sagen. So, wir hatten eine Mission, Niki. Jo. Welches dieser grünen Fahrzeuge verbraucht weniger im reinen E-Betrieb? Ja. Und, was hat er? Ja, sage und schreibe 34,6. Nein! Ja. Das gibt's nicht! Ich habe 34,8! Das gibt es nicht! Das ist unfassbar! Das ist doch mal schon sehr schön. Ja. Aber es ist quasi der Realität entsprechend, was die Hersteller sagen. Nämlich um die 30, 31 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und dann hast du eine Reichweite, je nachdem, von 60, 80 Kilometer. Für mich geht das komplett klar, die Nummer. Also, das ging knapp für dich aus, Niki, aber das war noch nicht das ganze Alltagsthema, denn wir machen noch eine kleine Parkhaus-Challenge. Genau, das war jetzt der erste Zwischenpunkt, der wo er mich gegangen ist und jetzt geht's ab in die Stadt, denn diese Monster müssen irgendwo auch einen Parkplatz finden und das, glaube ich, wird eine schwierige Nummer. Das ist wirklich ein Riesen. Viel Spaß im Parkhaus, Niki. Ja, das kann jetzt wirklich ein bisschen echt, also, naja. Haupteinsatzgebiet solcher SUVs, trotz über 5 Metern Länge und 2 Metern Breite, die Stadt. In Braunschweig wartet das engste Parkhaus in der Umgebung. In dem gehen Matthias und Niki der heutigen Frage weiter auf den Grund. Super Monster Hybrid SUVs. Groß, relativ unpraktisch, vielleicht sogar ein bisschen verpönt. Wer braucht das? Ist es cool oder ist es vielleicht doch eher ein technisches Meisterwerk? Ich sag mal so, die Autos werden ja jetzt nicht gerade kleiner. Ne? Und unsere beiden Exemplare gehören noch zu den größeren von den großen. Und jetzt haben wir aber noch ein altes Parkhaus, was gebaut wurde zu einer Zeit, wo die Autos noch kleiner, kürzer, niedriger und überhaupt ein bisschen kuscheliger waren. Ja. Und auch die müssen hier Angst um Lack und Felgen haben. Wir haben uns folgende Challenge ausgedacht. Ja. Wir fahren jetzt hoch bis in den dritten Stock, parken dort ein, gehen einmal ums Auto rum, steigen wieder ein, parken wieder aus und kommen wieder hier unten raus. Und wer da schneller ist, der hat gewonnen. Ja. Okay. Das ist der zweite Teil unserer Alltagschallenge. Zum Glück habe ich wenigstens gut vorgelegt, weil das ist jetzt der Part, was Niki Scheller so als kleines Landei einfach nicht so toll findet. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Punkt an mich gehen könnte. Ich glaube, es wird. Ja, meiner ist 18 cm kürzer. Das ist schon mal eins. Von der Breite her sind wir auch fast 8 cm. Hinterachslenkung haben Sie beide. Das ist klar. Das ist, also die Frage ist, vielleicht der eine ein bisschen mehr, der einschlägt, der andere schlägt ein bisschen weniger ein. Ich hoffe, ich schlage nicht ein. Das ist das andere. Also das gibt es schon gar nicht. Du siehst, es kommt schon immer so. Er könnte eigentlich schon runterkommen. Ja, kommt er nicht. Ich komme immer zur Seite. Da hinten, jetzt hat er es geschafft. Ich glaube, dort die Person. Entschuldigung, Hallo. Der Herr. Ist das Parkhaus eng oder geht's? Ah, guter Mann. Alles klar. Gute Fahrt. Gut, ciao, ciao. Klar, ciao. Das liegt am Fahrer. Okay, Niki, bist du ready? Ich bin ready, die Uhr ist ready. Wenn wir bei der Einfahrt reinfahren, dann geht's los. Ich drück auf die Uhr. Okay. Alter, das sieht jetzt schon super eng aus, das ne? Schaut nicht nur, das ist auch super eng. Auf die Plätze. Und? Boah, das tut jetzt Wahnsinn. Bist du des vollen Wahnsinns? Was denn? Alter Verwalter. Leute, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, leck mich am Arsch. Boah, leck hinten mich waren jetzt noch 10 cm. Jetzt haben wir aber irgendwo, da ist eine Parklücke. Die nehmen wir. Ich bin ja so ein Spiegelparker, ne?
Ja, das bin ich natürlich auch, Matthias. Einmal draußen rum. Achtung, Matthias läuft ums Auto rum. Alter, klapp mal die Spiegel an. Das muss ich ja selber machen. So, jetzt geht's noch runter. Jetzt geht's runter. 2 Minuten 40 und Matthias ist schon am Runterweg. Lass uns auf die Felge gucken. Das ist echt unglaublich. Ja, das ist krass. Das ist wirklich eng. Nicht hoch. Hä? Ach, da muss ich so runterfahren. Ja, da hast du jetzt natürlich einen Vorteil. Du hast es jetzt gesehen. Boah, das ist krass. Hier muss ich auf jeden Fall zurücksetzen. Und stopp. Wie lang? 4 Minuten 19. Also 4 Minuten 19, purer Stress. 40 Minuten 19, 8, 8. Also ich ziehe den Hut vor dieser Leistung. Ich ziehe den Hut. Das ist echt unglaublich. Und das macht keinen Spaß, hier jetzt antreten zu müssen. So, Niki, jetzt bist du dran. Jetzt komm ich. Schätze ich kann es nicht glauben. 4 Minuten 19, ich meine, man weiß nie, was die Zeit wert ist. Ne? Aber ich finde, das ging schon sehr, sehr zügig. Muss, glaube ich, ein, zwei Mal muss zurücksetzen, weil es einfach wirklich super, super eng ist. Und das bringt mich gleich zu meinem freudigen Lächeln, weil ganz ehrlich, der Niki mit diesem riesen XM, eigentlich kann er das gar nicht schlagen. Aber ich werde dagegen halten. Du wirst es jetzt erzählen. Ja, trotz dieser 18 cm Überlänge, was mein Fahrzeug hat, gebe ich jetzt alles. Also Niki, nichts riskieren. Ne, es geht um nichts. Da kannst du das erste Mal sicher sein, dass ich nichts riskiere. Du bist soweit. Ja. Oh Gott, das gefällt mir gar nicht. Boah. Er reißt aber auch an, ne? Ja, anreißen tut er. Aber nicht da, wo vorne steht was, ne? Da komme ich schon gar nicht runter. Aber das wird noch schlimmer. Da hinten wird es nämlich noch schlimmer. Was ich da hinten ist noch enger, ja, ja. Alter, soll ich kommen? Das ist Alter, du bist ja geisteskrank. Hätte ich mich niemals getraut, da durchzufahren. Ja, red doch du nicht. Nein, wirklich nicht. So wie du hochgebrettert bist, sowas hat's ja, aber die Haube ist ja viel länger bei dem. Junge, du fährst da vorne geht's ja eher. Alter! Halt die Klappe. Sehen du hier eh nichts? Das vorne geht's eher. Oh, Junge! Hör auf, Matthias! Bruder! Das ist deine Parklücke hier. Also vorwärts tust du dich wesentlich leichter. Was macht er denn? Gott. Ich dachte, er wäre ein Spiegelfahrer. Spieglein, Spieglein an dem Karren. Ich bin doch noch nicht angefahren. Jetzt hat er dort Bremsen. Jetzt fährt er nicht, oder was? Nee. Reicht das, oder? So, jetzt geht der Gurt nicht auf. Nichts als Probleme hier. Alter Verwalter, was ist denn das für ein Kram? Also, das ist der Oberhammer. Fast die gleiche Zwischenzeit wie bei Matthias. Düst Niki mit dem noch größeren BMW am Ende sogar schneller durchs enge Parkhaus als Matthias im Porsche? Du schaust noch nicht mal nach, ob du mit der Hinterachse da drüber hämmerst. Ja, freilich schau genug. Oh! Was ist denn? Das waren Zentimeter mit Wo dem Spiegel. Denn? Was denn? Doch, ich schwör's dir. Was ist denn? Das gibt es nicht. Und klung, klung. Matthias Zeit, 4 Minuten und 19 Sekunden. Das gibt es nicht! Ja, was denn? Alter, das gibt es nicht! Ja gut, für das, dass ich nicht einparken kann, ich weiß nicht, was ist es? Es ist für mich gefühlte 3 Minuten. Nein! 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 Das gibt's doch gar nicht! Du kannst nicht einparken, Niki! Ja! Nein! Das so ist knapp. Der absolute Oberhammer! So knapp! Aber es ist genauso knapp, wie es beim Elektroverbrauch war! Ja, Gott, es kommt. Es ist genauso nein. knapp! Nein! Nein! So! Ich hätte nur einmal irgendwo. Nein! Doch! Ich hätte es niemals gedacht, dass du da durchfährst, ohne zurückzusetzen. Ich Aber die Hinterachslenkung nicht. Hat wohl krass geregelt, ne? Sie war mit dabei, das hat einiges ausgemacht. Das hat wirklich so den letzten. Gibt's da dann, dass du nochmal rumkommst? Unfassbar! Gut, dass er gefahren ist. Ah!
Eigentlich habe ich die Systeme gar nicht benutzt, weil du in der Hitze des Gefechts einfach, du bist ja voll im Modus drin und da guckst du nicht auf die Kamera. Wenn ich rübergeschaut habe, eben auf die Systeme und dann, wie ich drin sitze, wie weit das ist für mich ist, dieses Umdenken, für mich No-Go. Für mich hat es gefühlte 8 Minuten dauert. Für mich hat es 8 Minuten dauert, weil immer wieder ganz langsam schauen, hinten Spiegel runter, geht's da hinten noch oder sowas, rumfahren und alles. Und wenn Matthias dabei im Fluss, bam, Galari, Gas, rum, einlenken, in einem Zug durch. Und dann sind es am Ende nicht mal eine Sekunde. Die der Niki langsamer ist. Ja, eine Sekunde ist er langsamer, weil nicht 4 Minuten. Ganz, aber ich war jetzt hier langsamer. Ja. Bei unserer Bäckerfahrt war ich eben der Bessere, habe weniger verbraucht. Ja. Somit bekommt jeder einen Punkt. Ist doch schon mal Anfang, oder? Herzlichen Glückwunsch. Alles klar? Also, ab geht's. Servus. Der Großteil der SUVs mit diesen Abmessungen sind nicht für den europäischen Markt bestimmt, sondern gehen nach Asien und in die USA. Für die Hersteller versprechen sie im Luxussegment gute Gewinne. Zugleich rechnen die Hybridmodelle mit ihren angegebenen Verbräuchen den Flottenkonsum herunter. Dessen Einhaltung berechtigt die Hersteller zur Zulassung. Die Passagiere erwartet Luxus pur. Der BMW schmeichelt mit dickem, geprägtem Leder, riesigem Raumgefühl und exklusivem Dachhimmel. Im Porsche freuen sich die Insassen über etwas kühleren, technoiden Charme mit viel Alcantara. Im direkten Vergleich konzentriert sich der Innenraum mehr auf den Fahrer als im BMW. Die nächste Challenge könnte für Matthias und Niki ein großes Schaulaufen sein oder zum schlechten Ende eines sozialen Experiments führen. So, Niki, Monster-Hybrid-SUVs, technische Meisterleistung oder einfach nur ziemlich unpraktisch und vor allen Dingen vielleicht sogar ein bisschen verpönt. Deswegen machen wir jetzt eine Straßenumfrage, Drive-by, während der Fahrt. Du laberst Leute an und fragst sie genau zu diesem Thema, was sie von diesen Autos bzw. von diesem Auto halten. Und wer dann mehr negative Nachrichten kriegt, der kriegt den Punkt nicht. Okay. 15 Minuten Zeit, um je 5 Männer und 5 Frauen zu befragen. Die Passantenbefragung, Erwartungen meinerseits sind eher so Mixed Emotions. Weil wenn du so ein Auto siehst, ne, ist sofort Stempel drauf, Reichtum. Also das ist schon, also könnte schwierig werden mit positiven Nachrichten, finde ich. Wir haben hier schon den ersten, den du fragen wirst. Hallo, Niki Schelle, mein Name von Kryptas Motormagazin. Ich hätte eine Frage, wie finden Sie hier diesen SUV? Gefällt er Ihnen? Ist er 739 PS? Der ist angemessen, ist noch besser als meiner, ja. Okay, findet ihr es okay? Der ist okay, ja. Alles klar, danke. Danke. So super Monster-SUVs wie das hier, ne, mit 739 PS. Finden Sie gut oder finden Sie schlecht? Ist gut. Finden Sie gut. Vielen Dank. Das ist der nächste. Hallo. Wie finden Sie denn hier dieses SUV? Ist das okay oder eher nicht? Ist es zu groß für oder? Zu klein. Zu klein. Dann sind Sie zufrieden damit. Nein, sehr schön. Alles klar. Vielen Dank. Meiner Meinung bis jetzt, muss ich sagen, ist Magdeburg hier die Stadt der Super-SUVs. Ja. Was ist hier los? Hallo. Hallo, wie finden Sie dieses Fahrzeug? Ist das angemessen oder ist das schon eher nicht mehr zeitgemäß? Oder so? Noch, ist in Ordnung. Ist okay? Ja. Alles klar, sehr gut. Danke. Danke. Sind die alle so positiv? Ne? Wir haben ja wenig Zeit, deswegen müssen wir hier gleich den nächsten fragen. Mögen Sie das oder sagen Sie, das ist nicht mein Ding? Doch, doch, das finde ich. Sie finden es okay. Gut. Finden Sie cool? Ja, ja, sonst werde ich Ihnen das nicht für einen Euro nehmen. Ja. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Sagen vielen Dank. Ja. Hallo, wir haben hier so ein SUV der etwas größeren Klasse. Ist das für Sie okay oder ist es nicht mehr so zeitgemäß? Es ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ist nicht mehr zeitgemäß? Nee. Alles okay. Klar. Auf kein, also in Magdeburg geht das vielleicht noch, aber in Berlin hätten Sie schon überall. Ein Kratzer drin. Okay, ja, also, das stimmt. Dann sagen wir danke. Danke. Kann man das bringen oder ist das nicht mehr zeitgemäß? Gut oder nicht gut? Doch, ist gut. Ist gut. Ist gut. Okay, danke. Ja, danke. Ciao, ciao. Wie finden Sie dieses Fahrzeug? Ist der okay für Sie oder ist er nicht mehr zeitgemäß? Okay. Daumen nach oben. Ja, alles klar. Hallo. Und noch 5 Minuten 30. Und ich sag mal so, wir hatten erst eine, die negativ war. Alle anderen waren positiv. Daumen nach oben oder Daumen nach unten? Nach unten? Okay, alles vielen klar, Dank. Danke. Ciao. Also jetzt haben wir 4,
4 Damen, 4 Herren und 2 Negative. Also das ist der Schnitt leider immer noch sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Haben wir den, ja? Ah, den fahren Hallo. Wir. Hallo, servus, wie Mahlzeit. Geht's? Hier, geiler alles SUV, findest du toll oder nicht? Ist schon geil. Den hier. Ja. Wirklich? Doch, ist schon auf jeden Fall. Kann man bringen. Echt schicker Schlitten, ja. Sehr gut, bei uns läuft die Zeit. Ja, warte. Auf geht's, Feuer. Läuft. Wunderbar, danke. Danke. Jetzt brauchen wir noch eine Frau oder was? Ja. Wie finden Sie dieses SUV? Ist das noch zeitgemäß oder ist es eher ein bisschen zu protzig, oder? Ahnung habe ich nicht, aber sieht erstmal schick aus. Okay, also würden Sie sagen, ist okay oder ist eher schlecht? Ich würde sagen, ist okay. Ist okay. Gut. Danke sehr. Ciao. Okay. So, das waren jetzt 15.04. Passt. Okay. Boah, da muss ich ganz echt sagen, das war jetzt schon positiv. Ja. Sehr, sehr positiv. Wirklich durchgehend positiv. Genau. Die Frage ist, wie wird es bei BMW? Der Porsche bekam 9 positive und 2 negative Bewertungen. Und beim XM? Entschuldigung, eine Frage. Und zwar diese großen SUVs. Was halten Sie davon? Sind Sie okay? Wir haben selber einen. Also gut, okay? Gut oder nicht gut? Danke. Danke. Das ist doch schon mal ein Anfang hier. Also Punkt 1 für Niki. Die Dame hat gesagt, findet sie gut, hat sie selber. Wir hatten eine Frage. Wir haben hier so ein SUV. Wie findest du den? Geil, oder? Mega! Alles klar, ja super, machen Sie selber, auf geht's, schnell, hau rein! Danke euch! Gerne ebenso! Es sind noch 14 Minuten, Niki. Ich würde sagen, der, hä? Entschuldigung, eine kurze Frage. Großes SUV, was halten Sie davon? Kann man machen? Oder umweltmäßig vielleicht nicht mehr ganz so cool? Nicht beeinflussen, haben wir gesagt. Danke! Da vorne, die beiden kannst du fragen. 2 Mädels. Hallo zusammen. So ein SUV, ist der okay hier, oder? Ja, wunderbar, das könnte man aber nur sagen, wenn wir mitfahren können. Ah, das kann ich leider nicht anbieten, aber sie würden trotzdem toll finden, oder? Ja, sieht gut aus. Danke sehr. Danke sehr. Ciao. So ein großes SUV mit 653 PS, finden Sie das für die Stadt cool oder eher nicht so cool? Eher nicht so cool. Danke. Eher nicht so cool. Yes! Was sagen Sie dazu? Ist ein Traum. Ja. Alles klar. Danke. So in der Stadt, eher cool oder eher negativ? Ja, cool. Eher cool? Alles klar. Okay, danke, danke sehr. Der braucht auf 100 Kilometer 1,6 Liter. Ist sowas für die Stadt okay oder finden Sie es eher? Für die Stadt 1,6 Liter? Ja. Ja. Kann man auch sagen. Also, Daumen nach oben, gell? Alles klar, danke. Mahlzeit. Wir sitzen in so einem 2,8 Tonnen SUV von BMW. Was halten Sie davon? 653 PS. Positiv oder negativ? Danke. Danke. Wir haben jetzt 5 positive Männer und 3 positive Frauen. Und eine negative. Und eine negative. Jetzt haben wir noch eine und jetzt geht es um die Wurst. Wir brauchen noch eine und es ist die Entscheidung. Ja. Wenn jetzt die nächste positiv ist, hast du gewonnen. Wenn sie negativ ist, ist unentschieden. Und wir haben noch genau 2 Minuten 40, Junge. Jetzt spute dich mal. Die Dame hier. Entschuldigung, die Dame, eine kurze Frage. Wir bräuchten eine weibliche Meinung. Große SUVs, 2,8 Tonnen in der Stadt, so schön rumfahren. Ist das cool oder ist das eher negativ? 1,6 Liter auf 100 Kilometer Verbrauch. Ja, 1,6. Ja, auf den ersten, das ist doch gut. Auf den ersten 100 Kilometern, wenn die Batterie vollgeladen ist. Ja, aber das ist doch gut. Also positiv oder negativ? Danke. Danke. Ciao. Danke. Der Verbrauch bei meinem BMW 1,6 Liter auf 100 Kilometer. Auf den ersten 100 Kilometern. Das ist das Problem bei Hybridfahrzeugen. Die haben halt eine Elektroladung für die ersten 100 Kilometer. Und da verbrauchen sie, weil sie fast die ganzen 100 Kilometer rein elektrisch fahren, fast kein Benzin. So wird es in der EU halt gemessen. Und das ist aber tatsächlich nur für die ersten 100 Kilometer. Die zweiten 100 Kilometer, da ist dann die Batterie fast leer und dann arbeitet nur noch der Verbrenner. Und dann wird es ein bisschen mehr. Es war ja spannend. Es war spannend. Die letzte Aussage hat es einfach gebracht, dass ich gewonnen habe. Jawohl! Jawohl!
Herzlichen Glückwunsch, Niki. Der Punkt geht an dich. Yes! Ich hatte zwei negative, du hattest nur eine negative Stimme. Das tut gut und auf das freue ich mich sehr. Die Diskussion über diese großen Autos ist in vollem Gange und es ist in den Köpfen der Menschen drin, das ist gut so. Noch besser finde ich natürlich, dass die Magdeburger sagen, yes, ganz weiterfahren. Ganz genau. Also, auf geht's zu neuen Taten. Abfahrt. Schön, dass der Punkt deiner ist, Niki. Freut mich total. Ich nehme ihn ganz gern. So, mein lieber Niki, für unsere finale Challenge, jetzt geht's um alles. Ich muss ausgleichen, ich muss jetzt endlich liefern. Habe ich uns mal ein bisschen erschwerte Bedingungen besorgt. Matthias, lass dich halten. Das ist wirklich die etwas andere Challenge. Drag Races. Wir machen ein Drag Race. Drag Races, denn wir haben ja Hybridfahrzeuge. Also wir haben Benzinmotor, wir haben Elektroantrieb. Ja. Also müssen wir zweimal machen. Einmal alles, was wir haben, Systemleistung, Elektro und Benziner. Ja. Und einmal nur elektrisch. Rein elektrisch habe ich 197 Pferde. Und ich nur 176 PS. Also, deswegen zählen wir beide Zeiten zusammen. Und dann sehen wir, was Sache ist. Denn ich glaube, du könntest in der Systemleistung einen Vorteil haben. Ich könnte elektrisch. Schauen wir mal, was rauskommt, oder? Und dann entscheidet sich's. Ja, aber ganz egal, Niki. Ja. Ich werde dich einfach nur in Grund und Boden fahren. Los, bitte, los. Komm. Ja. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Vor Junge ist das klar. Ja. Es ist jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Hast du Spikes montiert, Niki? Ich habe optimale Bereifung schon alleine an den Schuhen. Wenn der XM uns jetzt weghämmert, das wäre nicht gut, weil das würde, finde ich, dem Cayenne nicht gerecht werden. Weil der Cayenne ist ein ultra geniales Auto. Der ist halt der Technokrat bei den beiden. Ne? Der XM ist so ein bisschen, jo, und hier, ich färbe mir noch die Haare pink und so weiter. Und wir machen alles auf Rabatz. Und der Cayenne ist halt der Schnieke, der Nadelstreifenanzug. Grandioses Auto, ganz ehrlich. Deswegen, es muss ja 2-2 ausgehen. Deswegen muss er jetzt beim Drag Race liefern. Jetzt ist alles komplett neu gemischt. Jetzt kommt es dazu. Was für Winterreifen, wie gut sind die? Und natürlich das Allradsystem. BMW macht einen guten, Porsche macht einen guten, aber diese Extreme haben wir nun mal nie. Drag Race Nummer 1 mit voller Power, volle Hütte, Verbrenner, V8, 4 Liter Hubraum plus Elektro, insgesamt 739 Pferdchen im Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid und da drüben im XM haben wir 653 Pferdchen. Oh yes! Wow. Was ist denn das für ein Turbostart von dem Porsche? Wir sind vorne! Wir haben Traktion, Freundchen! Nein! Wow. Da geht er dahin! Wo ist der XM? Der XM ist weg! Ich würde sagen, keine Chance. Ich brauche die ganze Fahrbahnbreite. Und bremsen. Ho, 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 ho. Junge, 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 Junge. Alter Schwede, ist das krass. Na, mein Lieber. Na, Matthias, das war jetzt aber knapp. Ich hab's dir gesagt, ich fahre dich in Grund und Boden. 400 Meter, 14,92. 13,32. 13,32. Okay, das bedeutet? Eingeschenkt bedeutet das. Das war niedergefahren, viel. Niedergerungen. Das war viel, das war viel. Das war sehr weit. Und deshalb gibt es jetzt das Rückspiel. Und das Rückspiel machen wir Elektro, weil. Weil was? Jetzt hau ich einen raus. Jetzt habe ich mehr Leistung. Rein elektrisch gesehen ist natürlich meine Leistung beim BMW mit 197 mehr als bei Matthias. Dann haben wir noch die zweite Geschichte, dass die Höchstgeschwindigkeit beim Porsche auf rein elektrisch, und wir dürfen nur elektrisch fahren, bei 135 km/h abgeriegelt ist. Der BMW fährt 140 in der Spitze. Die schnellere Gesamtzeit aus beiden Läufen holt den Punkt. Puh, jetzt bin ich echt gespannt. Also jetzt muss ich 1,7 Sekunden fast aufholen. Wir werden es packen. Niki, gut weggekommen. Gut weggekommen. Das ist mein geiler Start. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Er kommt besser weg. Komm, 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 komm. Was ist denn da los? Komm schon, nein! Der Abstand könnte reichen, der Abstand könnte reichen. Warum beschleunigst du nicht mehr? Los! Die Zeit war 17,98. Das war wirklich stark. 19,25 Sekunden. Also ein Unterschied.
Jetzt wird es sehr, sehr spannend. Alter! Alter! Also, jetzt war plötzlich der BMW vorne. Ja, einmal war ich vorne, einmal warst du vorne. Ja. Die Frage ist, wer war insgesamt vorne? Genau. Was dann insgesamt bedeutet, ja, ja, dass ich für beide Rennen 32,57 Sekunden gebraucht habe. Wie lange hast du denn gebraucht für beide Rennen, Niki? Ich habe sage und schreibe natürlich auch 32, das war ja klar. Komma? Ja, also eine relativ hohe Zahl. 9! Ja, yeah. Nein! Ich habe eine 32. Und damit geht der Performance-Punkt an den Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. Damit steht es 2:2, mein Lieber. Damit steht es 2:2. Ja. Und das ist ein faires Unentschieden, wie ich finde, denn die beiden Autos sind auf ihre Art und Weise beide ultra cool. Ganz genau. Ultra cool. Auch die Gesellschaft da draußen in Magdeburg hat gesagt, die beiden Autos sind cool. Ja, und die zwei Typen drin auch, haben sie ja natürlich auch gesehen. Und keiner hat gesagt, nee, das wollen wir aber nicht. Hier so ganz große Autos. Alle haben gesagt, ja, geile Karre. Egal bei welchem Auto, ne? Genau. Und so wie der BMW XM aufgestellt ist, ist er für mich okay. Er ist ein bisschen mehr so für den Komfort, wie finde ich jetzt für mich oder so. Aber quer geht die Hütte auch wunderschön. Ich wollte ihm gerade sagen, das war der Wahnsinn. Wo ich da am Anfang rein, da bist du apropos elektrisiert. Quer. Wer? Es ist ja noch ein bisschen Schnee da. Ja, wollen wir mal tauschen? Ja, dann tauschen wir mal. Du kannst also den Spaß haben, du kannst auch ganz normal dahin cruisen, du kannst Kurzstrecken fahren, du kannst weiter in Urlaub fahren. Du kannst das alles, also mit denen, das können halt alles, doch das sind sie auch so riesengroß. Aber dass die sportliche Note für mich persönlich so geil rüberkommt, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Wenn man so ein Auto haben will, kann man, egal welchen du willst, du machst mit beiden definitiv keinen Fehler, weil es einfach geile Autos sind. Punkt. Wie ich sehe, hat dir das Video gefallen. Ich finde es mega, deswegen lass einfach ein Like da, bleib auf dem Kanal und abonniere uns. Wenn du Lust hast auf ein weiteres Video, dann klick hier.